Hallo meine Lieben, ich war bei DM shoppen und wollte euch mal zeigen, was da so in meine Tüte gewandert ist. So, hier ist die schöne Öko-Tasche, die ich übrigens total gerne immer bei mir rumtrage, weil die super bequem ist im Vergleich zu anderen Henkeln. Ich greife mal wahllos hier rein. Hier sind Einkäufe aus zweimal DM sozusagen. Und wir fangen mal an mit diesem komischen Teil. Das ist ein Haarreif, also hier so ein Doppelding. Das hier ist wirklich aus Plastik und hier unten ist aus Gummi. Und ich finde die Teile total froschig. Ich kannte die vorher gar nicht. Man kann halt erstmal den, also man klappt das erstmal so nach hinten, so zack, ne? Und dann kann man das gerade für Sport, finde ich das total gut. Dann hat man wirklich die ganzen kleinen Härchen. Ich habe halt so kleine Fliegerhärchen hier. Kann man nach hinten klatschen und hier hinten mit dem Gummi kann man auch noch einen Zopf machen. Und man kann auch noch ganz viele andere Sachen damit machen. Und zwar wird hier beschrieben, dass man hinten die Haare so reindrehen kann, so wie ich das immer mache mit meinem gedrehten Zopf. Dann eben normale, also als normale Haarreif tragen, sodass die Haare hinten schön fixiert sind, die hinten so ein bisschen immer abstehen. Und man kann einen normalen Zopfhaarreif draus machen. Und ich habe das auch schon gemacht. Wenn ich keinen Haargummi dabei hatte, habe ich das hier einfach genommen. Und es hat super funktioniert. Und es ist ganz schön biegsam. Also man kann es in der Tasche transportieren. Und mir ist es bisher zumindest noch nicht kaputt gegangen. So, dann eine Sache für die Hunde. Und zwar haben wir hier einmal die... Ja, du sitzt auch schon ganz gut hier unten, Emily. Dein Bestes von DM. So eine Kauknochen, die mag unsere kleine Elmo total gerne. Also die hier unten gerade sitzt. Und schon geiert und denkt sich noch eins, weil wie ihr seht, ist hier schon nach dem Einkaufen gleich eins in den Mund gewandert. Und es ist ohne Zuckerzusatz, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, bla bla bla, das ganze tolle Zeug und so. Und wir geben ihr das total gerne einfach als Zahnpflege und ja, sie mag die total gerne. Dann ist in meinen Einkaufswagen gewandert ein Wilkinson Sword Lady Protector Rasierer mit 5 Klingen dabei. Ich bin nämlich immer so, ich kaufe mir immer wieder neue, also... Weil ich finde halt, sie werden irgendwann so ganz so unschön und die Klingen kosten genauso viel wie eine neue und deswegen hole ich mir meistens eine neue und diesmal durfte so eine kleine Reisegröße mit, weil wir ja in Urlaub wollten und ja, deshalb durften die dann mit. Dann war hier drin, das habe ich jetzt aber schon aufgemacht, und zwar so eine Sporthaarbänder, also das sind wirklich richtig gute. Ich habe auch schon ein anderes Pack in Gebrauch gehabt. Und da ist einmal immer ein Schwarz dabei, dann entweder ein orangenes oder ein grünes. Und jetzt habe ich mir das zweite noch in grün geholt. Und hier innen drin ist so ein gummiartiges Ding, Latex, was auch immer das ist. Damit bleiben die Haare auch hinten und das Haarband verrutscht nicht. Also auch für Leute, wo die Haarbänder immer total doll verrutschen, ist das eine super coole Sache. Und wie gesagt, ihr habt halt immer ein schwarzes und ein farbiges dabei. Und die haben gekostet 2,45 €. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Also greift definitiv zu, weil andere Sporthaarbänder sind definitiv teurer. Da wir ja gerade bei den Hunden waren, ist auch schon aufgebrochen, weil der andere Hund mag die anderen Teile nicht, sondern mag die hier. Und das sind kleine Zahnbürstchen und auch die sind bei uns eigentlich ständig im Gebrauch. Sei es von der Firma oder von der anderen. Unser Teddy mag die einfach total gerne und ja, die machen auch einen frischen Atem, so ein bisschen, zumindest kurzfristig. Ja, und wie das so ist im Sommer, wenn das so warm ist, man braucht natürlich auch Deo. Und da haben wir einmal ein Axe Deo Signature Anti-Marks Protecting für meinen Freund mitgebracht. Das riecht total gut. Also wirklich, wenn ihr euren Männern mal was Gutes tun wollt, schnuppert mal dran. Ich mag das total gerne. Gibt auch noch eine Black Edition und noch eine andere, aber wir fanden die weiße halt am besten. Und deswegen durfte die mit. Die ist auch schon einmal leer und jetzt ist sie wieder da. Ja, wird anscheinend immer wieder nachgekauft. Und ich muss natürlich auch ein Deo haben, und zwar das Garnier Minerals Pure Frische. Warum steht da Pure und dann Frische? Naja, wie auch immer. 24 Stunden nonstop und ohne Aluminium und ich mag das eigentlich total gerne. Aber ich bin auch auf der Suche nach was Neuem. Das mache ich jetzt noch leer, so das ist jetzt schon vom letzten Einkauf. Und dann mal gucken, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt für Deos, gerne ab damit in die Kommentare. Ich habe einfach noch nicht so das 100% Beste gefunden, aber das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann durfte mit, und das ist so eine Sache, ich liebe ja eigentlich meinen Tangle-Teaser, ja, aber mein Tangle-Teaser hat jetzt so langsam ausgedient, den habe ich schon ein paar Jährchen und irgendwie hat mich das gestört, gerade wo meine Haare jetzt wieder ein bisschen länger werden, dass ich mir keinen richtigen Zopf machen konnte mit dem Tangle-Teaser, also irgendwie sind mir immer die Haare weggerutscht und da war ich auf der Suche nach einer neuen Bürste und habe die hier gefunden und die ist deshalb besonders, weil sie Schweinehaarborsten noch mit drin hat, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, und die sind gefüllt mit Keratin und Keratin ist ja... Baustein unseres Haares und wenn wir dem das wiedergeben, ist natürlich umso besser. Die ganze hält allerdings auch nur 6 Monate, also nach 6 Monaten sollte man die austauschen. Aber ich bin auch der Meinung, normalerweise sollte man das bei Bürsten so oder so machen.
Und ich finde, die ist auch super leicht zu reinigen und sie macht wirklich einen schönen Glanz in die Haare. Meine Haare sind super weich. Ich kann sie sogar mit dieser Bürste kämmen, wenn ich nasse Haare habe. Das ist immer so ein Problem bei mir eigentlich. Deswegen habe ich mir damals den Tangle Teaser geholt. Aber die ist wirklich toll. Das ist eine von Evelyn. Ich habe hier auch noch die Packung. Und zwar ist das diese hier. Die Keratin Ultra Light Keratinpflegebürste. Antistatisch und innovative Keratintechnik. Die hat um die 7 Euro gekostet und ich habe einfach nur die Verpackung aufgehoben, damit ihr sehen könnt, wie es aussah. Die hängt ganz normal in der Abteilung für Bürsten und eher im unteren Bereich, war zumindest bei mir so. Ich habe sie immer übersehen und ja, die wird definitiv auch nachgekauft nach 6 Monaten. Ich werde mir jetzt auch noch bald schon ein Backup holen, weil ich Angst habe, dass das dann weggeht. Ist ja meistens so mit den guten Produkten. Genau. Dann brauchten wir... Nein. Wir brauchten auch natürlich wieder eine neue Zahnbürste, Wir brauchten natürlich auch wieder neue Zahnpasta, das ist nun mal so. Und diesmal ist es die Blendermate 3D White Lips Brillanter Glanz. Da gibt es doch mehrere, aber das war, da stand jetzt neu drauf. Und wo neu drauf steht, muss man ausprobieren. Und da wir sowieso auf so eine Zahnpasta stehen, mussten wir die einfach mal probieren. Also mal schauen, wie sie ist. Ich werde natürlich in meinem Aufgebraucht-Video dann darüber berichten, wie ich sie fand oder nicht gut fand. Und Active Mint, also Mint ist sowieso bei Zahnpastas für mich wichtig. Ja, mein heißgeliebter Gral in Sachen Haarpflege durfte endlich mal wieder mit. Ich habe gedacht, das Zeug wird niemals leer, aber ja, auch das wurde mal leer. Und zwar ist das hier die Glisskur Liquid Silk Express Repair Spülung. Die habe ich jetzt bestimmt schon Jahre im Gebrauch. Immer, immer wieder kaufe ich mir die nach und die hält wirklich lange. Also das ist eigentlich eine Zwei-Phasen-Sprühkur. Man schüttelt die und das ist jetzt halt gerade, weil sie in der Tüte war, ist sie schon geschüttelt. Ich mag das echt total gerne. Ich kann mir damit super die Haare durchkämmen danach. Also im Vergleich, also in Verbindung mit diesen zwei Produkten, also die müssen bei mir immer sein in der täglichen Haarpflege. In der täglichen, also zumindest wenn ich mir täglich die Haare wasche. Und ist für sprödes und glanzloses Haar. Gibt es ja noch verschiedene andere von der Firma, aber ich mag die tatsächlich am meisten. Und deshalb wird sie auch immer wieder nachgekauft. Ja, dann durfte auch für den Kleinen natürlich was mit. Und zwar sind das neue Kekse. Wir dachten, wow, lecker. Also ich würde die selber gerne essen. Und zwar sind das Alete Bärenkekse ab einem Jahr. Also ich kaufe Kekse halt immer noch total gerne von den Babykeksen, weil ich sie selber total gerne mag. Und ja, mein Kleiner mag sie immer noch nach wie vor. Und deswegen werden sie auch wahrscheinlich immer wieder gekauft. Und jetzt probieren wir mal, wie die Sorte sein wird. Ich finde allein schon, ich bin so ein Verpackungsopfer, ich finde die Verpackung allein schon total niedlich. Ja, hat mein Freund gefunden und werden wir jetzt testen und mal gucken für kleine Entdecker, wie es dem kleinen Entdecker schmecken wird. Auch eine Sache, die immer mitkommt, sind diese kleinen Riegel von Baby Vita oder von Rossmann. Also die Dinger wandern eigentlich immer in den Einkaufskorb, weil die super sind für unterwegs zum schnellen Naschen, besser als Schokolade sozusagen. Und mag mein Kleiner auch total gern, deswegen ein All-Time-Favorite. Und nochmal für meine Besten, und zwar meine besten Hunde, und zwar einmal Nassfutter. Ist total unspektakulär, Senior, und kriegen sie ab und an. Also wir sind nicht so die Verfechter davon, dass sie jeden Tag Nassfutter kriegen. Also wir mischen das auch mit ihrem Trockenfutter oder mit ein bisschen Reis oder so. Und dann kriegen die das als Leckerli sozusagen, als Extra. Und deswegen durften die mit und ich mag die auch total gern von deine Besten. Also ich finde die Firma an sich für Tiere von DM wirklich gut. Wo wir doch beim Thema waren, hier haben wir nochmal Kau-Dental-Sticks. Die sie, ja, einmal in der Hälfte durchgeteilt, kriegen die beiden das und dann ist auch wieder verschließbar und dann haben die halt wieder was für die Zähne und ich finde es total wichtig bei den Hunden auch, dass man darauf achtet, dass die Zähne nicht verfaulen. Ja. Ich habe dann natürlich auch was für meine Gesichtspflege wieder mitgenommen und zwar von Balea die Reinigungsmousse Hydra Pflegeform für eine zarte Reinigung. Da mein Balea Öl Reinigungsfluid Gedöns leer geworden ist, musste ich mir jetzt was Neues holen und irgendwie ist das Ölfluid nicht mehr da gewesen. Also habe ich das mitgenommen und hoffe, dass es genauso gut ist. Aber ich habe ja von vielen von euch gehört, dass ihr das trotzdem gut findet und deswegen testen wir das jetzt mal. Ist auch seifenfrei. Wo wir doch beim Thema Haare vorhin waren, ich brauchte wieder eine Pflegespülung. Ich habe meine jetzt aufgebraucht und das ist die Darf Nutrice Solution Intensiv Repair Spülung. Die ist wohl auch neu, also stand zumindest bei DM unten dran. Ich finde, bei blondierten Haaren sollte man eigentlich immer auf Repair irgendwie gehen, weil man tut den Haaren ja doch was ganz schön Dolles an. Und deshalb durfte die hier mit. Die ist mit Keratin-Repair-System, bla bla bla, stark strapaziertes Haar, um zu reparieren. Ich rieche mal dran. Oh, ich mag die Darf-Produkte allgemein. Die riechen wirklich extremst gut. Und ja, mal schauen, wie das so ist. Ich werde berichten. So, dann das letzte Stück für den Mann. Und zwar ist es ein Nivea Man Active Clean Pflegedusche. Und da gibt es mehrere von anscheinend und die sind neu, die Reihe allgemein.
Und das riecht wirklich stark, aber super männlich. Also ich finde den Geruch unheimlich gut. Also zur Auswahl stand, glaube ich, noch ein Axe Black, aber ich fand, das riecht, roch einfach viel, viel besser. Es ist ja nicht so, als ob ich in DM reingehen könnte und nichts Kosmetisches kaufen würde im Sinne von dekorative Kosmetik. Deshalb durfte bei mir heute mit der Catrice Long Lasting Eye Pencil Waterproof, und den wollte ich eigentlich so, der ist, glaube ich, für die untere Wasserlinie gedacht. Aber ich wollte ihn einfach haben, um einfach so einen leichten Highlight aufs Augenlid zu zaubern, beziehungsweise am Wimpernkranz entlang. Denn wenn ich irgendwie nicht so die Lust habe, mich doll zu schminken, möchte ich da so gerne so ein Highlight setzen. Und das habe ich hiermit getan, ich trage ihn auch heute. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das in der Kamera gerade erkennen könnt. Ich werde vielleicht nachher mal eine Nahaufnahme nochmal machen, denn die anderen zwei Produkte möchte ich euch ja auch nochmal zeigen auf Betragen. Ja, deshalb durfte der mit und der ist auch waterproof und ja, ich finde ihn bis jetzt eigentlich ganz schön und der Auftrag geht super leicht. Also es ist nicht so ein schmieriges Gefühl, aber auch nicht super trocken. So, jetzt ist so ein Hype-Produkt, was ich mir gekauft habe. Und da ärgere ich mich ein wenig, denn ich habe mich in der Farbe vergriffen. Und zwar ist es der Fit Me Concealer. Und der wurde ja hunderte, tausende Male bei YouTube in die Kamera gehalten. Und ich dachte so, jetzt muss ich ihn einfach mal probieren. Mein Concealer ist gerade leer gegangen und ich dachte so, gut, jetzt ist die Möglichkeit, es zu testen. Ich habe hier allerdings, ich wollte die ganz, 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 ganz helle Farbe haben. Habe aber die 10 gegriffen, weil ich dachte, ja, die hellste Farbe ist die 10. Weil 10 kleiner ist als 15, aber irgendwie war die 15 heller, zumindest auf meinem Hautbild war sie heller, als diese hier. Und die ist ein bisschen orange-stichig, was jetzt gar nicht mal so schlecht ist für unter den Augen, aber ich hätte gern einen Concealer gehabt, mit dem ich auch highlighten kann so ein bisschen. Ist aber überhaupt nicht schlimm, ich werde den einfach nehmen als Make-up-Ersatz, wenn meine Haut einigermaßen in Ordnung ist und ich nicht im ganzen Gesicht ein Make-up brauche. Dann werde ich wahrscheinlich den hier nehmen und einfach nur so ein paar Stellenweise, wo ich Rötungen habe oder das Gefühl habe, da muss ich was abdecken, werde ich dann damit machen, damit ich nicht immer zum jetzt ernannten Fit Me Make-up greifen muss. Hier habe ich die 105 und die passt gerade sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass die im Winter noch ganz gut passen könnte, wenn ich die ein bisschen mische mit einer helleren Foundation, die mir zu hell ist. Aber ich finde sie wirklich gut. Ich mag es, dass sie nicht so doll den Make-up-Effekt auf dem Gesicht hat, weil ich mag ja eigentlich kein Make-up, aber ich habe momentan so Probleme mit meiner Haut, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt einfach ein Make-up, was gut abdeckt, was mich aber nicht so maskenhaft macht, und da fand ich das Fit Me wirklich gut. Und ich würde mir natürlich wünschen, es gäbe noch eine Nuance heller, weil ich es einfach mag, wenn ich eher ein bisschen heller bin im Gesicht. Also nicht, nee, versteht mich nicht falsch, dass ich hier hell bin, da dunkel, das nicht, aber ich hätte gerne einen Ticken heller, wäre geil, dann könnte ich die auch im Winter noch super benutzen. Aber mal schauen, ich werde die dann einfach mischen. So, an sich mag ich die Formulierung total gerne. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt zugeklatscht im Gesicht. Und die Kombi funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, mal schauen. Also hier werde ich mir auf jeden Fall nochmal vom Fit Me die ganz helle Nuance holen. Also die mit diesem wirklich leicht bläulichen Unterton. Ja, das war's dann jetzt mit meinem DM-Haul. Und ich dachte mir, das könnte euch interessieren, ich habe ja schon lange keinen mehr gemacht. Und wenn ihr auch ähnliche Produkte habt oder sogar dieselben Produkte habt, dann gebt mir doch mal einen Daumen nach oben, dass ich weiß, ob wir denselben Geschmack haben oder nicht. Und wenn ihr Produktempfehlungen habt, die ich beim nächsten DM-Einkauf mitnehmen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich bin da manchmal so überfordert und weiß gar nicht, was ich mitnehmen soll. Und wie mit dem Fit Me Concealer und dem Make-up, ich habe einfach mal auf euch gehört und dachte mir so, gut, wir probieren es, und ich bin einfach begeistert. So, da wir uns gerade so nahe sind, möchte ich euch jetzt so face-to-face, wie wir gerade sind, einen schönen Tag wünschen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!